Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei uns zu Gottesdienst im Wohnzimmer. Du siehst, ich bereite mich hier gerade noch für das Abendmahl vor, denn heute wollen wir Abendmahl-Gottesdienst feiern. Was Abendmahl bedeutet und was es damit auf sich hat, das wirst du gleich in unserer Botschaft erfahren von unserem Pastor Matthias Brandner, der darüber gleich seine Predigt halten wird. Wenn du dich noch nicht ganz vorbereitet hast, besorg dir doch etwas Brot, vielleicht noch ein bisschen Wein dazu und dann feier mit uns direkt im Anschluss zu dieser Predigt Abendmahl. Ich freue mich darauf und wünsche dir jetzt Gottes Segen bei der nun folgenden Predigt. Was für ein großartiger Morgen. Hallo und herzlich willkommen. Wenn du Dinge tust, deren tieferen Sinn du eigentlich gar nicht mehr verstehst, dann ist die Chance groß, dass du irgendeine Tradition nachverfolgst, wie das ganz viele Leute machen. Das typische Argument dafür ist dann immer, das haben wir eigentlich schon immer so gemacht. Klingt nicht besonders intelligent, aber machen die meisten Leute. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir haben in Deutschland eine Tradition, die praktizieren wir jedes Jahr fröhlich. Wir verpulvern Millionen von Euros, wir versuchen, die Umwelt zu verschmutzen und nennen das dann Silvester. Warum macht man das? Schon bei den alten Germanen gab es diesen Brauch, am Jahreswechsel die bösen Geister mit Lärm und Licht zu vertreiben. Keine besonders clevere Tradition, aber wir machen es halt. Ich weiß nicht, ob du diese andere typische Tradition kennst, wenn Leute dreimal aufs Holz klopfen, damit irgendwas gut läuft. Oder wenn Leute dir was besonders Gutes wünschen wollen, dann sagen sie toi, toi, toi oder spucken dreimal irgendwie über ihre Schulter. Was bedeutet das? Ganz simpel, im Mittelalter glaubte man, dass es böse Geister gibt, die man vertreiben muss, damit sie einem den Segen nicht rauben können. Du kennst vielleicht diesen Spruch, ich wünsche dir Hals- und Beinbruch. Klingt nicht gerade wie ein echter Segensspruch, aber war tatsächlich positiv gemeint. Man glaubte nämlich, dass man die Geister dadurch verwirren konnte, dass man genau das Gegenteil von dem sagte, was man eigentlich wollte. So sprich, wenn ich dir was Gutes wünschen wollte, sagte ich was Negatives, damit dann die bösen Geister irgendwie diesen Segen nicht rauben konnten. Klingt nicht richtig schlau, aber tatsächlich, wir praktizieren manchmal Dinge, deren tieferen Sinn uns schon lange verloren gegangen ist. Aber man macht's halt so. Ich liebe diese Weihnachtsgeschichte. Zwei Töchter haben die Mutter zu Weihnachten besucht und man ist bei der obligatorischen Vorbereitung für den Weihnachtsbraten. Die Mutter hat die Pute schon vorbereitet. Man hat sie einbalsamiert mit allen möglichen Kräutern und Gewürzen. Man hat das arme Vieh vollgestopft mit all dem, was nachher gut schmecken soll. Und kurz bevor es in die Backröhre kommt, geht die Mutter mit dieser großen Geflügelschere hin und schneidet jeweils rechts und links die Beine runter. Die Töchter gucken das an und sagen, Mama, was machst du da? Na, sagt sie, wie jedes Jahr, ich schneide die Beine ab, dann schmeckt die Pute nachher besonders gut. Die Töchter, mittlerweile schon etwas älter geworden, schauen die Mutter an und sagen, Mama, wie soll das den Geschmack der Pute beeinträchtigen oder nach vorne bringen, wenn du da die Beine abschneidest? Die Mutter antwortet, meine Mutter hat das schon immer so gemacht. Und deren Mutter hat das auch immer so gemacht. Und die Pute hat uns immer gut geschmeckt, oder? Ja gut, das können die Mädels natürlich nicht bestreiten. Und so überlegen sie sich und sagen, Mama, warte, heute Abend kommt doch Oma zum Essen. Und wenn Oma kommt, die fragen wir. Das Fest ist im Gange, die Oma ist da, die Pute wird aufgefahren und die Töchter sagen zur Oma, Oma, sag mal, Mama hat gesagt, man beschneidet die Pute an den Beinen, damit sie besser schmeckt. Die Oma nimmt die Gabel gerade weg und sagt, hä, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, sagen die Töchter, Mama hat gesagt, du hast gesagt, dass deine Mutter schon gesagt hat, dass man das so machen muss. Die Oma fängt an zu lachen und sagt, ja, Leute, wisst ihr, woran das lag? Das lag einfach daran, weil unsere Backröhre damals so klein ist und die Pute hätte gar nicht reingepasst. Hat ehrlicherweise mit dem Geschmack gar nichts zu tun. Und wir merken schon, so ganz viele Dinge, die wir immer schon so gemacht haben, weil man sie immer so gemacht hat, die sagen ehrlicherweise gar nichts über die Sinnhaftigkeit der Sache aus.
Und was mir auffällt ist, im Christsein geht es uns ganz ähnlich. Wir haben bestimmte Dinge entwickelt und halten die dann für so mega wichtig, dass ohne diese Tradition scheinbar irgendwas nicht funktioniert. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich als kleiner Junge habe gelernt, wenn man beten will und mit Gott reden will, muss man die Hände falten und die Augen schließen. Warum denn? Das haben wir halt immer schon so gemacht. Irgendwann habe ich begriffen, das war nur eine erzieherische Maßnahme, dass ich mit meinen Fingern nicht irgendwas Blödes angestellt habe und die Augen deswegen geschlossen, damit ich irgendwie einigermaßen konzentriert blieb und mich nicht von allem habe ablenken lassen. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob wir mit Gott reden oder nicht. Ich kann mich erinnern, wie erstaunt ich war, als ich in afrikanischen Kirchen Gottesdienst erlebt habe und Leute haben die Arme gehoben, haben laut gerufen, haben getanzt und ich dachte, was machen die? Ehrlicherweise war das ihre Tradition, hatte mit wirklicher Gottesbeziehung am Ende auch relativ wenig zu tun. So, meine Frage heute ist, gibt es so Dinge, die du tust, ohne dass dir klar ist, wo die eigentliche Bedeutung dafür liegt? Manchen Leuten geht es so mit dem Abendmahl, einer ganz, ganz großen christlichen Tradition. Und ich will dir heute das Geheimnis, das übernatürliche, göttliche, fast mystische Geheimnis des Abendmahls erklären. Und du wirst sehen, wenn du das verstanden hast, da liegt so eine unglaubliche, übernatürliche Kraft drin. Das Abendmahl, besonders der Kelch bei diesem sogenannten letzten Abendmahl, hatte eine ganz, ganz starke prägende Bedeutung im Mittelalter. Da gab es irgendwann sogar eine Legende, das nannte man die sogenannte Legende vom Heiligen Gral. Wer mal die Artus-Sagen gelesen hat, der weiß, da gab es Parsival, das war einer dieser Ritter der Artus-Runde, der suchte den Heiligen Gral, weil man dachte, wenn man diesen Kelch findet, in diesem Kelch, diesem letzten Kelch, den Jesus mit seinen Jüngern getrunken, aus dem er getrunken hatte, der würde heilende Wirkung haben. Das zog sich über viele, viele Jahrhunderte hin. Dieser Glaube, wenn man den Heiligen Gral findet, dann findet man auch ewiges Leben. Spannende Verbindung. Abendmahl, Kelch, das, was drin ist, heilende Wirkung. Mal gucken, ob wir das tatsächlich in der Bibel wiederfinden. Spannend ist auf jeden Fall, als Buzz Aldrin, einer der Amerikaner, die auf den Mond geflogen sind und einer der ersten, die tatsächlich den Mond betreten haben, als er im Juli 69 tatsächlich mit dieser Rakete unterwegs war, hatte er per Sondergenehmigung in seinem Rucksack Abendmahlsbesteck. Ein bisschen Wein, ein bisschen Brot und er war der Erste, der auf dem Mond Abendmahl feierte. Coole Nummer. Was genau ist an diesem Abendmahl so mega spannend, dass wir es lieben zu nehmen und dass wir es als eine Tradition heute noch in unseren Kirchen pflegen? Und jetzt merken wir wieder, Tradition muss nicht immer unbedingt sinnig sein, denn das heißt Abendmahl, aber wann wird es in unseren Kirchen gefeiert? Genau, Sonntagmorgen. Merken wir schon, ne? So, manche Dinge haben tatsächlich so einen Gewohnheitsmechanismus, dann denkt man schon fast nicht mehr drüber nach, hat mit dem echten Leben dann gar nicht so richtig viel zu tun. Aber mein Gedanke war, wo kommt die Bedeutung her und warum ist es so elementar, so universell nötig, Abendmahl zu feiern als Christ. Für die, die den Hintergrund nicht kennen, kommt jetzt die Short Version, also Kurzfassung. Abendmahl bezieht sich auf ein Fest, das die Juden eigentlich immer gefeiert haben. Ihr wisst vielleicht, die Juden waren 400 Jahre unter ägyptischer Zwangsherrschaft, haben darunter viel gelitten, haben irgendwann zu Gott geschrien und Gott schickte den Retter in Form eines Mannes, sein Name ist Mose. Mose bekam von Gott den Auftrag, zum Pharao zu gehen und dem Pharao zu sagen, lass das Volk Gottes gehen. Let my people go. Kennen wir den alten Gospel. Pharao hatte ein bisschen Selbstüberschätzung und glaubte, dass er sich dem lebendigen Gott widerstellen oder entgegenstellen konnte und ließ das Volk eben nicht gehen. Und so kam es, dass bestimmte Gerichtswellen über das Land liefen, sogenannte Plagen. Am Ende dieser Plagen, der 10. Plage, war Gott massiv und hat gesagt, Leute, wenn ihr jetzt nicht hört, gibt es richtig einschneidende Maßnahmen. Und zwar sollte ein Gerichtsengel durch das Land laufen und die Erstgeburten, also sprich die Jungs, die geboren waren, mit dem Tode schlagen.
Riesen-Mega-Plage. Aber weil Gott gerecht und gnädig ist, gab er gleichzeitig eine Heilungsmethode und eine Schutzmaßnahme raus und sagte, wer ein reines Lamm nimmt und dieses Lamm schlachtet und das Blut dieses Lammes nimmt und an die Türpfosten streicht, an diesen Häusern wird dieses Gericht vorbeigehen. Die Israeliten glaubten diese Anweisung, schlachteten das Lamm, nahmen das Blut des Lammes stellvertretend für das ihrer Söhne und malten das Blut an die Pfosten der Tür. Und als das Gericht tatsächlich über Ägypten kam, war das Elend im Land Ägypten groß, im Volke Gottes waren alle verschont. Und das war genau der Moment, als dann das Volk aus dem Land Ägypten ausziehen durfte. Der Pharao hatte es endlich satt, sich mit Gott anzulegen. Er ließ das Volk Gottes gehen. Und dieser Moment, dieser Auszug aus Ägypten, dieser Tag der Befreiung, dieser Sieg des Blutes des Lammes, das wurde über die Jahrhunderte gefeiert. Gott gab es wie so ein Gedächtnisfest in das Volk Israel hinein und sagte, Leute, jedes Jahr einmal wird dieser Auszug gefeiert. Und das nannten sie Passa-Fest. Passa im Hebräischen bedeutet, das Gericht zieht vorbei. Und jedes Mal, wenn dann eine neue Familie, eine neue Generation kam, wurde durch dieses regelmäßige jährliche Feiern dieser Gedanke verinnerlicht. Es gab diesen Moment, wir waren unter Knechtschaft, wir waren in Sklaverei, Gott hat uns befreit. Hey, was für ein Moment. Gott ist größer als jede böse Macht. Gott ist größer als alle Beraubung. Gott ist größer als jede Dunkelheit. Und er führt uns in die Freiheit. Das war der Gedanke des Passafestes. Um das in einer Ordnung immer wieder jährlich zu feiern, hat man die sogenannte Sederfeier eingeführt. Seder heißt einfach nur Ordnung. Und in dieser Ordnung wurde chronologisch dieser Befreiungsakt in der Familie gefeiert. Man las die entsprechenden Texte und man hatte 4 Kelche. Diese 4 Kelche wurden nacheinander getrunken und waren so wie Etappenziele in dieser Geschichte. Der erste Kelch, der hineingenommen wurde, war der sogenannte Kelch der Auserwählung. Die Juden bezogen sich auf einen Text aus 2. Mose 6, die Verse 6 bis 7. Dort heißt es, darum sage den Israeliten, ich bin der Herr, ich will euch herausführen aus den Lasten, die euch die Ägypter auferlegt haben. Ich will euch befreien aus ihrer Knechtschaft. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm durch große Gerichte. Und ich will euch annehmen als mein Volk und will euer Gott sein. Der erste Kelch war also dieser Kelch der Auserwählung. Gott wählte sie heraus. Und das war eine ganz besondere Wertschätzung. Du bist erwählt von Gott. Wow, was für ein Gefühl entsteht da. Ich bin unter all diesen Völkern, all diesen Nationen, all diesen Milliarden von Menschen. Ich bin erwählt. Gott will mich herauswählen. Interessant ist, dass die ersten Christen, die erste Kirche sich Ekklesia nannte, die Herausgewählten, die aus dem Allgemeinen Herausgenommenen. Gott will dir Wert geben. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Du bist so besonders, dass Gott dich extra auserwählt hat. Wow, das sollte dir Identität, das sollte dir Wertschätzung, das sollte dir ein gutes Gefühl geben. Und das ist genau, was Gott seinem Volk vermitteln wollte. Herausgeführt. Aus der Dunkelheit heraus ins Licht. Aus der Not in die Freude. Aus der Trauer in Glückseligkeit. Immer dieser Schritt. Gott nimmt uns und er führt uns auf eine neue Ebene. Durchs dunkle Tal auf die nächsthöhere Ebene einer frischen Weide, um es mit diesem Bild des Hirten zu gebrauchen. Das war das Erste. Gott führt dich raus. Gott erwählt dich und nimmt dich. Das zweite war der Akt der Befreiung. Der zweite Kelch war der sogenannte Kelch der Befreiung. Das Volk erinnerte sich, wir waren Sklaven. Gott kam und er nimmt uns aus jeglicher Knechtschaft, aus jeglicher Bedrückung, aus jeglicher Macht des Bösen heraus und setzt uns frei. Hey, denk mal darüber nach, was das für eine Bedeutung hat. Auserwählt, herausgeführt, und befreit. Und jetzt kam der dritte Kelch. Der dritte Kelch war der sogenannte Kelch der Erlösung.
Man erinnerte sich bei diesem Kelch daran, dass das Blut des Lammes, dass dieses Lamm stellvertretend für diese Kinder das Leben gelassen hatte und erlöst und freigesetzt und bezahlt. Und ohne Schuld war man jetzt von Gott gerufen, ein neues Leben zu führen. Jemand hatte bezahlt, damit ich frei sein kann. Das war der dritte Kelch der Erlösung. Und dann ging es zu diesem vierten Kelch. Nachdem Erlösung wirklich ins Herz gegangen war, kam der vierte Kelch. Und der vierte Kelch war der sogenannte Kelch der Annahme. Wir sind nicht nur herausgeführt, wir sind nicht nur befreit. Man hat nicht nur für uns einen Preis bezahlt, dass wir nicht untergehen und nicht gerichtet wurden, sondern wir gehören zu diesem Volk. Wir sind angenommen. Wir dürfen mit diesem Gott zusammen uns sein Volk nennen. Ich bin nicht nur ein Menschenkind, sondern ich bin auch Gottes Kind. Es gibt eine Bestimmung in meinem Leben. Diese Kelche wurden getrunken. Das Volk, die Familie, je nachdem der Einzelne, ihm wurde klar, was für eine besondere Bedeutung in seinem Leben liegt. Wow. Und dann kam ganz zum Schluss, so sagen die rabbinischen Schriften, gab es einen fünften Kelch. Und dieser fünfte Kelch wurde nie getrunken. Der blieb einfach stehen. Der galt dem sogenannten Propheten Elia. Im letzten Buch des Alten Testamentes in Maleachi wird beschrieben, dass der Prophet Elia kommen wird und der wird den Messias, den sogenannten Erlöser der Welt ankündigen. Und die Juden haben bis heute immer noch diesen Glauben, dass irgendwann dieser Prophet kommt und der wird dann endlich die Herrlichkeit einläuten, das großartige Leben. Dann wird endlich das Himmelreich auf die Erde kommen. Dann wird der Messias kommen, dann ist endlich wirklich Friede, Freude, das, was man sich immer gewünscht hat. Und so gibt es bei den Juden bis heute diesen Brauch, wenn die vier Kelche getrunken sind, der fünfte Kelch dasteht, wird ein Kind rausgeschickt, um durch die geöffnete Tür zu schauen, ob nicht zufällig der Prophet Elia gerade vorbeikommt. Man hofft, dass der Messias irgendwann doch noch das Land erreicht, die Menschen erreicht und die Welt wieder in Frieden versetzen wird. Das ist der Hintergrund dieser Passa-Geschichte. Und dieses Passa wurde gefeiert beim sogenannten letzten Abendmahl. Jesus hatte sich mit seinen Jüngern in einen besonderen Raum zurückgezogen und sie feierten dieses Passamahl. Und als der dritte Kelch ergriffen wurde, dieser Kelch der Erlösung, dann nimmt Jesus diesen Kelch und jetzt springt er auf eine neue Ebene. Plötzlich öffnet sich ein völlig neuer Blickwinkel und Jesus sagt, Leute, ich will euch mal sagen, was tatsächlich in diesem Kelch enthalten ist. Ich will euch zeigen, dass das, was ihr bisher kanntet, dieser gesamte jüdische Hintergrund, der war großartig, aber jetzt zeige ich euch, was damit übernatürlich eigentlich gemeint ist. Und Jesus sagt, dieser Kelch, den ihr trinkt, dieser Kelch der Erlösung, das ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe bzw. vergießen werde. Und jetzt nimmt Jesus dieses Bild mit diesem Lamm, dieses fehlerlose Lamm, das das Leben lässt, das sein Blut gibt und bezieht es auf sich selber. Und plötzlich wird dieser Gedanke klar, den Johannes der Täufer schon ganz am Anfang hat, als er Jesus sieht. Da heißt es im Johannesevangelium, als Johannes der Täufer Jesus sieht, ruft er aus, siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Später kommt der Theologe Paulus auf diesen Gedanken und sagt, das Passalamm, das wir alle brauchten, um gerettet und vor dem Gericht Gottes bewahrt zu werden, das war Jesus, so sagt er es im Korintherbrief. Jesus nimmt dieses Bild und sagt, Leute, das, was ihr da an Befreiung gesehen habt, bezieht sich eigentlich auf mich. Und in dem Augenblick, wo ihr das Abendmahl feiert, nehmt ihr alle diese Bezüge, die da sind, und legt sie auf mich. Ich bin derjenige, der euch herausgerufen hat.
Ich bin derjenige, der euch befreit hat. Ich bin derjenige, der mit seinem Leben bezahlt hat, dass ihr erlöst sein könnt. Ich bin derjenige, der euch Annahme gegeben hat. Wer die Bibel bis zum Ende gelesen hat, weiß, dass in der Offenbarung eine sogenannte Hochzeit des Lammes stattfindet. Dieses Lamm vermählt sich mit seinen Leuten. Und die Kirche, die Gemeinde Jesu, wird als die Braut bezeichnet. Das ist der eigentliche Höhepunkt der gesamten Menschheitsgeschichte. Gott und Mensch wieder vereint. Und Jesus ist dieses wunderbare Lamm. Und Jesus sagt, wenn du dieses Abendmahl feierst, dann mach dir das klar. Wenn du diesen Kelch nimmst, dieser Kelch, in dem Wein ist oder in dem Traubensaft ist, je nachdem, wie man es denn mag, da siehst du meine Erlösung enthalten. Das ist stellvertretend für mein Blut, das ich für dich gegeben habe. Und in diesem Blut liegt Annahme, liegt Vergebung, liegt Befreiung, liegt Erneuerung, liegt Wiederherstellung. Alles das sollst du nehmen. Irenäus, der Kirchenvater, der hat gesagt, dass es, dieser Kelch enthält alles an Erlösung. Und Jesus kommt und sagt, hey, ich möchte, dass du im Abendmahl diesen Gedanken ganz tief in dich reinnimmst. Ich bin dieses Lamm, ich bin für dich gekommen, ich habe alles bezahlt, alles, was du je brauchst, um mit Gott in Ordnung zu kommen, habe ich für dich erworben. Deswegen nennt Jesus diesen Kelch auch dieser Kelch des neuen Bundes. Im alten Bund, im alten Testament mussten die Menschen aus eigener Leistung religiös sein, um sich vor Gott irgendwie richtig zu stellen. Im neuen Bund hat Jesus alles für dich erworben, damit du frei ausgehen kannst, damit du frei Gottes Gnade, Gottes Vergebung, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Liebe erleben darfst. Das ist der neue Bund und der wird in diesem Kelch dir angeboten. Jedes Mal, wenn du Abendmahl feierst, darfst du diese Vergebung und Annahme und Liebe und Gnade und Vergebung und Freisetzung Gottes für dich annehmen. Aber das ist nur der eine Bereich. Jesus hat in diesem Abendmahl ein ganz neues Fenster geöffnet, einen Zusatz in diese Erlösung hinein. Denn er nahm nicht nur diesen Kelch der Erlösung, diesen dritten Kelch und hat ihn neu interpretiert, sondern er nahm auch das Brot und sagt, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. In dem Bild des alten jüdischen Brauches des Passas wurde dieses Lamm geschlachtet. Danach musste es gegessen werden und dann kam der Auszug. Jesus gebraucht dieses Bild und sagt, dieses Brot ist mein Leib. Dieser Leib wurde für euch gebrochen. Und das hatte eine ganz großartige, neue, freisetzende Wirkung. Der Prophet Jesaja im 53. Kapitel erklärt das und sagt, Jesus ist dieses Opferlamm, der sein Leib, seinen Körper gegeben hat. Und in diesem Körper, in seinen Wunden, in dem, was er getragen hat, ist unsere Heilung inbegriffen. Alle Krankheit wurde auf Jesu Leib gelegt. Alles Schmerzvolle, alle Schwachheiten, alles, was irgendwie zerstörerisch und beraubend war, hat Jesus an seinem Leib getragen. Und als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, hat er nicht nur unsere Sünde vergeben, sondern auch unsere Krankheit getragen. Das ist der Moment, wo im Abendmahl plötzlich diese heilende, freisetzende Wirkung kommt. Paulus hatte das verstanden und so schreibt er den Christen in Korinth folgende Wahrheit. Und ich will uns das lesen, weil das so großartig ist. Dort heißt es im 1. Korintherbrief, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe deshalb sich selbst und alsdann esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selber zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank. Und ein Gutteil vor der Zeit gestorben. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, 11. Kapitel, die Verse 25 bis 30. Hier sind mehrere Aspekte, die ich
kurz erläutern will, weil sie so prägnant und so unglaublich wichtig sind. Das Blut in diesem Kelch zur Vergebung der Sünde haben wir verstanden. Wir haben auch verstanden, nicht wir müssen die eigene Vergebung irgendwie hinbringen. Wir können nie gut genug sein. Wir sind nie würdig genug, die Liebe und die Heiligkeit und die Gnade Gottes tatsächlich in irgendeiner Form zu erarbeiten. Das ist das Geschenk, das Jesus uns gegeben hat. Das Zweite, was wir aber auch entdecken müssen, ist, es gibt den Leib Christi. Und hier wird extra gesagt, Leute, ihr müsst lernen, diesen Leib richtig zu entdecken, zu beurteilen. Ihr müsst den tieferen Sinn dahinter verstehen, weil das Volk Gottes geht in der Regel zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. So, wenn ich nicht weiß, was Gott mir angeboten hat, kann ich das nicht im Glauben für mich annehmen und entsprechend kommt die Wirkung dessen, was Gott mir eigentlich zugedacht hat, in meinem Leben nicht zum Tragen. Und deswegen nimmt Paulus hier diesen Bezug und sagt, ihr müsst entdecken, der Leib Christi, das bezieht sich auf Jesus. Das bezieht sich auf sein Erlösungswerk auf Golgatha. Er lud auf sich unsere Krankheit. Er nahm auf sich unsere Schmerzen. Mit seinem Leib hat er für unsere Heilung gesorgt. So, beide Aspekte dürfen wir im Neuen Testament durch Jesus entdecken. Im Abendmahl entdecken wir Gott als unseren Befreier, als unseren Sündenvergeber, als unseren Schuldvergeber, als unseren inneren Erneuerer. Aber wir entdecken ihn auch als unseren Arzt und Heiland. Und wer das entdeckt, wer diesen Leib tatsächlich in der richtigen Form würdigt, wer ihn versteht und für sich annimmt, erlebt, dass hier ein Heilungspotenzial für Geist, Seele und Leib beinhaltet ist. Das war Gottes Gedanke. Liebe Freunde, so wie damals Adam und Eva, dadurch, dass sie die verbotene Frucht gegessen haben, in Sünde und Krankheit hineinkommen, so hat Gott im Abendmahl uns durch unseren Herrn Jesus Christus ein Heilungsmittel gegeben. Wir dürfen diesen Herrn tatsächlich im Glauben in uns aufnehmen und diese richtige Nahrung, dieses Manna vom Himmel, setzt Heilung frei. Und das ist der Grund, warum Abendmahl gegeben wurde. Paulus klagt das hier ein bisschen über die Gemeinde in Korinth, dass sie diese tiefe Bedeutung des Abendmahls vergessen haben. Dass sie auf der einen Seite sich immer über ihre Sündenvergebung gefreut haben, aber dass ihnen das Heilungspotenzial in dem Leib Jesu Christi verloren gegangen ist und deshalb so viele schon vor der Zeit gestorben sind, so viele Schwache da waren, weil sie das, was Gott eigentlich an Heilung für sie wollte, nicht in Anspruch genommen haben. Und das ist der Wunsch, den Jesus hat. Jedes Mal, wenn du Abendmahl feierst, sollst du dich daran erinnern, wie unglaublich groß seine Liebe zu dir ist, wie unglaublich reich sein Erlösungspotenzial für dich ist und wie unsagbar er für dich Heilung erworben hat und sich wünscht, dass du darin lernst zu leben. Die Christen, die das für sich entdecken, merken, hier setzt sich was ganz Neues frei. Mich erreichen immer wieder Leute mit ihren E-Mails, die mir sagen, hey, ich habe diesen Gedanken des Abendmahls tatsächlich für mich aufgenommen. Ein Mann schreibt, er hat über Jahre Neurodermitis. Er hat diese Predigt über Abendmahl und den Gebrauch des Abendmahls und die darin eingeschlossene Heilung erlebt und sieht, wie er nach wenigen Wochen einfach seine Neurodermitis verliert. Er ist im Gespräch mit jemandem in seinem Hauskreis, eine Dame, die über eine Verletzung mit ihrem Knie klagt. Und sie beten, sie nehmen das Abendmahl im Glauben und sie spürt, wie innerhalb weniger Tage der Schmerz weggeht, die Beweglichkeit wieder da ist und Gott an ihr ein heilendes Wirken freisetzt. Was ich mir für dich wünsche, ist, dass du heute Morgen das Abendmahl nimmst in diesem Bewusstsein, was Jesus alles hineingelegt hat. Und du entdeckst, da liegt eine Tiefe des Reichtums Gottes für dich. Und ich möchte mit dir diesen Segen zusammen sprechen. Es segne dich Gott, der Vater. Es heile dich Gott, der Sohn. Es erleuchte dich Gott, der Heilige Geist. Er erquicke deinen Körper. Er errette deine Seele. Er erfülle dein Herz mit seiner Gegenwart. Und lasse sein Wort in dir zur Lebensquelle werden. Amen. Und jetzt im Anschluss lade ich dich ein,
dein Abendmahlsbesteck zu suchen. Wahrscheinlich hast du das schon vor dir aufgestellt. Und die Bibel sagt, so haben wir es im Korintherbrief gelesen, das ist der Kelch des neuen Bundes. Das Blut Jesu vergossen für dich. Und ich lade dich ein, nimm diesen Kelch ganz bewusst und dank Jesus für seine Erlösung, für seine Vergebung, die er für dich am Kreuz erworben hat. Jesus, danke für das, was du getan hast. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass du mit deinem Blut alle Schuld bezahlt hast. Danke für Erlösung, für Freisetzung, für Annahme, für Erneuerung, für Wiederherstellung meiner Beziehung zu Gott, dem Vater. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Dann nimmst du dein Brot, das Brot, der Leib Christi, gebrochen für dich. Und dann dankst du dem Herrn dafür, dass in diesem Brot er für dich Heilung erworben hat, dass es wie dieses Manna vom Himmel ist, das übernatürliche Kraft freigesetzt hat. Krankheit ist getragen durch den Leib Jesu Christi. So heißt es auch im Psalm 103, der dir vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Herr Jesus, so danken wir dir auch für deinen Leib, den du hast zerbrechen lassen, dass du mit deinen Wunden und Striemen jede Krankheit getragen hast und uns Heilung erworben hast. Und wir wollen dieses Abendmahl nehmen, wir wollen dieses Brot nehmen als diese göttliche, heilende Kraft, die du freisetzt. Herr, wir wollen dir im Glauben dafür danken. Du bist unser Erlöser, unser Befreier, aber du bist auch unser Arzt von Leib und Seele. Danke dafür. Amen. Und wenn du jetzt dieses Abendmahl genommen hast, dann lade ich dich einfach ein. Nimm noch 1, 2, 3 Augenblicke und sag mit deinem Nachbarn, der neben dir ist, oder wenn du alleine bist, sag Gott einfach nochmal Dank dafür, dass er allumfassende Vorsorge für dich, für dein Leben, für deine Zukunft getroffen hat. Und sag ihm Dank und genieße das, dass du so ein wertvolles, geliebtes, freigesetztes, mit Heilung beschenktes Kind Gottes sein darfst. Gott segne dich. Lieber Zuschauer, so sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Wenn noch Gebetsanliegen sind, darfst du die gerne auch uns zumailen. Wir bekommen auch immer wieder Nachrichten für ein Gebetsanliegen, wo auch Krankheiten sind, wo Dinge auch passiert sind, die nicht so erfreulich sind. Aber danke wirklich für dein Interesse auch an unserem Gottesdienst und ich wünsche dir wirklich auch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche, viel Kraft und Gottes Segen dir. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und wünsche dir einen guten Start in die Woche. Tschüss.